Unsere Reise beginnt am Bleder See. Bled, die Burg und die Insel auf dem Bleder See ist eines der touristischen Highlights von Slowenien. Zunächst genießen wir erstmal ein schönes Bad im Bleder See. Und Thomas wird auf dieser Reise wirklich jedes Wasser ausprobieren und dort baden, egal wie kalt es auch sein mag. Zu der Blederinsel kommt man mit Holzbooten. Diese heißen Plättner. Der Bootführer, das heißt der Fährmann, nennt sich Plättner und er steuert die Plättner. Es ist ein sehr angesehener Beruf im Übrigen und der Titel wird dort von Generation zu Generation übertragen. Ein kulinarisches Highlight von Slowenien ist die Bleder Cremeschnitte. Und wir werden sie noch in vielen Varianten probieren, doch die allerbeste ist wirklich die aus Bled selbst und zwar vom Hotel Park. Eine perfekte Kombination aus Vanillecreme und Sahne. Und das Ganze umhüllt oben und unten mit Blätterteig. Und eins muss ich sagen, sie sind schwierig zu essen. Dieser Blätterteigdeckel, den so durchzubrechen, dass einem nicht das alles verrutscht. Auf der Bleder Insel befindet sich eine Kirche aus dem 15. Jahrhundert. Diese hat eine Wunschglocke. Das bedeutet, wenn man an ihr läutet und sich dabei etwas wünscht, dann sollte dieser Wunsch hoffentlich in Erfüllung gehen. Am nächsten Morgen fahren wir weiter durch die Julischen Alpen zur Sotscha-Quelle. Die Sotscha ist wirklich der schönste Fluss Europas, keine Frage. Und wir werden die nächsten Tage von ihrem Ursprung, von der Quelle an, sie noch weiter den Fluss abwärts hinab verfolgen und herrliche Wanderungen unternehmen. Der schönste Fluss Europas. Mit diesen Worten pries der Schriftsteller Julius Kugi die Sotscha als einen flüssigen Strom aus Smaragd und Aquamarin. Und wir sind der Meinung, er hat wirklich recht. Zunächst wandern wir hoch zur Sotscha-Quelle. Hier ist zu bedenken, dass die letzten Meter wirklich ein Kletterpfad sind und man dort wirklich kraxeln muss. Thank you.
Wir übernachten im Camp Socha. Ein wirklich wunderschöner Campingplatz, der direkt an der Socha gelegen ist. Kann man sehen, wie diese Brücke wackelt, und auch diese Hölzer sehen ja irgendwie nicht so vertrauenserweckend aus. Mit Lücken. Ja, aber die Bretter. Heute wandern wir die Socha entlang. Dazu fahren wir zunächst mit dem Bus nach Trenta, um dort dann wieder die 14 Kilometer zurück zum Camp Socha zu laufen. Wir überqueren unzählige Hängebrücken. Eine ist wackeliger als die andere. Und manch eine sieht auch schon wirklich baufällig aus. Besonderes Highlight ist die Mala Kulita, eine enge, tiefe Schlucht, wo sich die Socha zwischen den Felsen hindurchzwängt. Trnovo, einem kleinen Bauerndörfchen, befindet sich einer der wildesten Abschnitte der Socha. Wir laufen einen sehr schmalen Pfad entlang der Socha. In diesem Bereich ist es auch nicht erlaubt, mit Kanus zu fahren, was man sich gut vorstellen kann bei den haushohen Felsbrocken, die dort liegen. Thank you.
Das Kamp Koren liegt malerisch an der Sotscha und wir finden dort ein schattiges Plätzchen. Der historische Lehrpfad Kobarit begeistert uns mit lebendigem Geschichtsunterricht und einem spektakulären Wasserfall. Wir erreichen den Kotsiak-Wasserfall, ein wirklich atemberaubendes Schauspiel. Und einige Wagemutige genießen die kühlen Fluten. Wir laufen durch alte Verteidigungsanlagen des Ersten Weltkrieges, als Kobarit zwischen die Fronten geriet, zwischen der italienischen und österreichischen Armee. Die Stufen sind von Hand ausgeschlagen worden von den Soldaten damals zur Kriegszeit. Und bei der 12. Isonzo-Schlacht gelang schließlich den Österreichern der Durchbruch. Isonzo ist übrigens der italienische Name für die Sotscha. Das Abendessen im Restaurant Hisa Polonka war ganz fantastisch. Also wirklich ein Erlebnis, sehr, sehr empfehlenswert. Wir besichtigen die Tolmina Klamm, eine der eindrucksvollsten Schluchten von Slowenien. Es kostet dort übrigens 3 € Eintritt und wir stellen fest, dass viele Naturdenkmäler in Slowenien Eintritt kosten. Wir laufen durch die Klamm und im hinteren Teil befindet sich auch eine Thermalquelle. Wir klettern auch in Dantes Höhle. Wie bitte? Bei dieser Höhle soll Dante einmal bei einem Besuch Inspiration zu seiner Hölle der göttlichen Komödie gefunden haben. Thank you.
Wir fahren zur Jaworzscha-Kirche, die sehr entlegen im Tolminka-Tal liegt. Der Weg dorthin ist eine enge, schmale Schotterstraße. Und wir sind immer wieder froh, wenn uns keiner entgegenkommt. Heiliggeist-Gedenkkirche in Jaworzscha wurde 1916 gebaut. Sie ist den Gefallenen der Isonzo-Schlacht bei Tolmin gewidmet. Übrigens, die Temperaturen von diesen Gebirgsbächen liegen zwischen 5 und 10 Grad. Eine weitere sehr beeindruckende Schlucht ist die Windgar-Klamm bei Bled. Was kennzeichnet sie aus? Wirklich steile Tiefen, senkrechte Felswände und darunter der reißende Fluss. Und dann auch noch der größte slowenische Wasserfall. So idyllisch diese einsamen Bilder wirken mögen, die Realität sieht leider dann doch etwas anders aus, wenn sich die Menschenmassen durch die Schlucht schieben. Wir verbringen ein paar Tage am wunderschönen Bochinsee. Der Campingplatz liegt am Ende des Sees und man sollte früh genug anreisen, da die Plätze schnell voll sind. Wir kochen lecker mit unserem Dutch Oven und im Nachmittag wird dann im See geschwommen. Man kann mit einem Ausflugsschiff den See der Länge nach queren. Das machen wir auch. Und zurück geht es dann zu Fuß am Nordrand des Sees. Die
Kirche Johannes der Täufer ist aus dem 14. Jahrhundert und hat wunderschöne Fresken. Tag machen wir eine schöne Wanderung zum Savica Wasserfall. Er ist der meistbesuchte Wasserfall Sloweniens und das merkt man auch. Es kostet abermals Eintritt, den Wasserfall zu besuchen. Und die Menschenmassen schieben sich den Berg hoch. Dann hat man einen schönen Blick auf den Wasserfall, der zu dieser Jahreszeit aber nicht so sehr viel Wasser führt. Abermals wollen wir nun zur Soča und laut Luftlinie sind das auch nur 17 Kilometer. Mit der Straße benötigen wir jedoch 130 Kilometer. Von diesen 130 Kilometern sind 2/3 Serpentinen. Und so benötigen wir mehrere Stunden. Es geht bergauf, bergab und am Ende haben wir wirklich, wirklich die Nase voll vom Serpentinenfahren. Im Camp Trenta angekommen, ergattern wir einen herrlichen Platz direkt an der Soča. Die Aussicht ist traumhaft und auch Fanny genießt dies. Wir machen eine kleine Wanderung entlang der Soča zum Alpingarten Juliana. Da vorne bitte einmal spielerisch einbrechen. Das ist hier der Mega-Wasserfall, der angepriesen wurde. Aber ich glaube, zum Duschen wird es reichen. Gefällt uns sehr, mit seinen 600 verschiedenen Pflanzen, davon auch viele endemische. Er ist zwar nicht groß, liegt am Hang und bietet aber eine Vielzahl von tollen Eindrücken. Und wieder sehen wir die wunderhübschen Schmetterlinge. Und am Ende der Reise wage ich sogar zu behaupten, Slowenien ist für mich das Land der Schmetterlinge.
Heute erwartet uns die schönste Wanderung der Reise. Sie beginnt am Vrtsj-Pass und geht hoch zum Berg Slemme. Man muss dort früh sein, denn es ist einiges los und viele Autos suchen dort einen Parkplatz. Da führt uns jetzt unser Weg. Das Wetter ist so traumhaft, dann diese Aussicht, wir können uns einfach nicht satt sehen. Sehen wir zum ersten Mal eine Klematis in der Natur. So sieht die Waldrebe aus. Anschließend fahren wir noch runter nach Kranjska Gora und essen dort lecker.